Hi und willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder Zeit, diesen Schreibtisch hier umzubauen. Ich weiß ja noch nicht, wie lange ihr hier auf diesem Kanal seid, aber alle paar Wochen bzw. Monate baue ich immer irgendwas an diesem Schreibtisch um. Entweder kommt der Schreibtisch neu oder ich erneuere irgendwelche Teile oder ändere generell irgendwas, was mir nicht gefällt und mir aufgefallen ist, was ich ändern möchte. War das ein Satz? Und somit auch jetzt, denn der mittlere Monitor kommt neu. Ich werde mal einen OLED-Monitor ausprobieren. Wie der dann ist, werde ich euch dann in den nächsten Videos bzw. Livestreams berichten. Link zu dem Livestream-Kanal übrigens in der Videobeschreibung. Und wir ändern so noch ein paar Kleinigkeiten am Schreibtisch. Und deswegen bewertet den Part und viel Spaß! Ranzi, zeigt den Leuten mal, welcher Monitor hier reinkommt. Der ROG Swift OLED PG27AQDM. Alter, was für eine Monitorbezeichnung. Verfügt über ein 27 Zoll 1440p OLED Panel mit 240 Hertz und einer Reaktionszeit von 0,03 Millisekunden. Das ist verdammt schnell. Darüber hinaus besitzt der Monitor einen hocheffizienten angepassten Kühlkörper und eine intelligente Spannungsoptimierung für ein besseres Wärmemanagement. All das, um das Risiko des Einbrennens zu verringern. Eine Spitzenhelligkeit von 1000 Nits, einem Kontrastverhältnis von 1,5 Millionen zu 1 und HDR runden den High-End-Monitor ab. Ranzis Kanal findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung. Nochmal eine kleine Zusatzinfo, und zwar habe ich für die Hintergrundbeleuchtung diese Philips Hue Light Bars. Sie sollen aber raus, damit ich hier nicht so viele verschiedene Systeme habe, und ich möchte umsteigen auf die Elgato Light Strips, damit das Ganze ein bisschen schöner beleuchtet ist. Wenn ihr dazu auch nochmal ein Video sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Und wer sich jetzt hier wundert, warum so viele Monitore, das sind zwei Computer. So, und der kommt neu. So cool der Schreibtisch auch ist, aber sobald der neue Monitor da reinkommt, muss ich jetzt erstmal das Netzteil unten entfernen und die ganzen Kabel, die jetzt überflüssig sind. Deswegen gehe ich mal ganz kurz nach unten und ziehe mal alle Kabel raus. So, da ist das Ding, was ich euch noch zeigen wollte, ist, ihr könnt das hier in jede x-beliebige Richtung drehen, also so und so. Dann könnt ihr den noch Höhen vorstellen, auch relativ easy. Und von der anderen Seite habt ihr dieses Gerät da dran, was zum einen ein sehr cooles, beleuchtetes Design hat. Bringt bei mir natürlich nicht viel, weil das Ganze an der Wand steht. Aber wer seinen Schreibtisch in der Mitte des Raumes hat, kann sich an diesem Design erfreuen. Und nicht nur das Teil hier hinten ist beleuchtet, sondern auch der Standfuß, den wir jetzt mal ganz kurz abnehmen. Relativ easy, muss man sagen. Hier unten ist er auch noch beleuchtet, das habt ihr gerade gesehen. Und hier habt ihr auch noch verschiedene Caps, die ihr austauschen könnt. Die sind da auch noch bei, die zeige ich euch gleich mal. Und ansonsten kommt das jetzt leider wieder in die Schublade und ich kann den leider nicht benutzen. Und was hier oben auch noch drin ist, was ich gerade gesehen hatte, ist ein Gewinde, wo ihr dann Kamera, Mikrofon oder Beleuchtung anschließen könnt. Auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Aber kommt weg. Kommen wir jetzt zu diesem Adapter. Der ist auch im Lieferumfang enthalten. Und da ist sogar auch noch ein Zeichen drauf. Und den kann man jetzt einfach da einklippen. Und daran kann ich jetzt meinen Halter dran schrauben. Passt perfekt. Jetzt brauche ich nur noch Schrauben. Aber wo wir gerade beim Lieferumfang waren, hier ist nochmal so eine Tasche bei. Also neben dem Netzteil, was sowieso dabei ist, habt ihr noch ein DisplayPort-Kabel, eine Anleitung, ein HDMI-Kabel. Dann, was ich sehr, sehr cool finde, und das werden wir auch benutzen, der Monitor hat zwei USB-C-Anschlüsse und das ist halt das Kabel, was dann zum Computer geht. Ah ja, und die Tasche ist da auch noch bei. Oh, warte mal, da waren noch die Caps bei, ne? Da sind sie doch. Genau, und hier habt ihr noch verschiedene Caps, die ihr unten an den Monitor dran machen könnt. Einmal nochmal mit einem ROG-Zeichen und die sind, glaube ich, frei. Da könnt ihr auch einen eigenen Kram draufmalen. Ja, jetzt brauchen wir nur noch Schrauben. Ja, die lagen einfach bei den Monitorhaltern dabei. Und für die Frage, was das für Monitorhalter sind, die sind von Duronic. Und hier ist die Länge absolut egal, wie lang die Schrauben sind, weil die kommen ja gar nicht in Verbindung mit dem Monitor. Voll gut.
Ja, Anschluss habe ich, glaube ich, gerade schon verraten. Wir haben einen Netzteilanschluss, Kopfhörer, zwei HDMI, dann ein Displayport, ein USB, hier das Ding, und dann zwei USB-C-Anschlüsse. So, und jetzt kommt das da wieder drauf. Nochmal ganz kurz, wo wir gerade bei den Monitorhaltern sind. Ihr seht gerade, der ist nicht ganz mittig, die sind am Rand. Das habe ich deswegen gemacht, also die Dinge am Rand, wegen der Lastverteilung. Weil normalerweise sind ja alle Halter hinten an der Tischplatte befestigt und dann hat der das meiste Gewicht halt hinten dran. Um das so ein bisschen zu eliminieren, habe ich die ein bisschen weiter nach vorne geholt. Weil der Schreibtisch ist so ganz cool, der kann 100 Kilo tragen, 20 Kilo wiegt ungefähr die Platte. Und da sind noch etliche Kabel drin und sowas. Aber wenn dann die Lastverteilung nur hinten ist, dann geht der immer so schräg hoch und dann muss ich eh nach oben kämpfen. Deswegen habe ich das so ein bisschen versetzt. Mein alter Schreibtisch hatte diese Lifte, die sind hier mittig. Die waren ein bisschen nach hinten versetzt. Das heißt, da war das Ganze ein bisschen besser verteilt. Da konnte ich auch alles hinten dran machen. Aber hier habe ich jetzt, wie gesagt, alles ein bisschen nach vorne geholt, damit sich das besser verteilt. Und die Stange ist nicht ganz mittig, einfach aus dem Grund. Wenn die Stange mittig ist, ist der Weg zwischen Monitor und Stange sehr lang. Das heißt, der Monitor kommt weiter auf den Schreibtisch zu oder in den Schreibtisch rein. Wenn ich das Ganze kippe, dann ist die Stange weiter oder ist der Monitor generell weiter hinten. Und die Stange ist halt ein bisschen außermittig. Ja, das wird jetzt geil. Oh, das ging sogar. Und zur Monitorhöhe, wenn ihr sitzt, Augenkante, Oberkante Monitor ist ungefähr die Höhe, die ein Monitor haben sollte. So, jetzt muss ich den wieder anschließen und die Monitor weiter ran und die Kamera weiter nach da. Das wird bestimmt gut. Und den anderen Monitor noch anbringen. Warte. Wo bist du? So, jetzt kommt der da dran. So, da muss ich doch noch ein bisschen ausrichten. Ich glaube, die Kamera geht nicht dazwischen. Oh Mann, brauche ich etwa noch einen Monitor? Doch nochmal umgebaut, die Lampen sind da geblieben, wo sie waren, weil die konnte man am Rand gar nicht so gut positionieren und das Licht war dann auch nicht so schön wie an der Position. Die sind eh nicht so hell, deswegen blenden die halt auch nicht. Die Kamera ist da, wo sie vorher auch war. Die Monitore sind wieder ein bisschen auseinandergerückt, sodass ich rechts und links einen kleinen Spalt habe. Aber ansonsten, neuer Monitor ist drin. Die Verkabelung wurde ein bisschen optimiert und jetzt würde ich sagen, machen wir den mal an. Neuer Monitor ist dran. Das Problem ist nur, dass ich euch den Monitor nicht so gut zeigen kann, wie ich den wahrnehme, weil die Kamera kann das eigentlich nicht so gut aufnehmen. Aber was man eindeutig sehen kann, ist, dass die Schwarzwerte, klar, bei einem OLED-Monitor sind die Schwarzwerte nun mal besser, besser sind. Wenn ich zum Beispiel ein dunkles Bild eröffne, wie zum Beispiel Army Recreate, hat man hier oben den Unterschied zwischen Rand und dem eigentlichen Monitor, der ist nahezu nicht vorhanden. Also klar, wenn man genau hinguckt, sieht man das. Aber ich musste gerade schon suchen, wo die Kante von dem Fenster ist. Und wenn man jetzt hier mal drauf achtet, hier ist der Monitor richtig schwarz und hier ist so leicht gräulich. Ich meine, klar, ihr seid jetzt nicht genau vor dem Monitor, das macht auch nochmal einen ganz kleinen Unterschied, also die Perspektive. Aber trotzdem ist hier viel, viel heller als zum Beispiel da. Jetzt nochmal ein wichtiger Punkt, und zwar besteht beim Monitoren generell das Problem des Einbrennens. Sprich, wenn ein Bild zu lange an einer Stelle ist, also über Stunden, dann kann es sein, dass sich das Bild einbrennt und wenn man das Bild dann wegnimmt, dass man dann die Abdrücke da sieht. Deswegen gab es früher auch Bildschirmschoner, daraus kam das nämlich. Und bei den äußeren Monitoren, das sind so Präsentationsmonitore, glaube ich, habe ich an zwei Stellen auch genau das Phänomen, wenn da länger ein Bild liegt, sieht man immer noch so einen Schatten von dem Bild. Aber wenn man das dann wegnimmt, ist das bei den äußeren Monitoren dann auch gut. Aber trotzdem neigt ein OLED-Monitor mehr dazu einzubrennen als andere Monitore oder Fernseher, da auch. Aber da hat Asus verschiedene Funktionen, um das Ganze so gut es geht zu verhindern. Und welche das sind, zeige ich euch mal jetzt. Ihr geht in die Systemeinstellungen des Monitors und dort auf Bildschirmschutz. Da könnt ihr zum einen einen Bildschirmschoner einstellen. Ich habe den aus, weil ich finde, es ist dann zu dunkel, weil er reduziert dann die Bildschirmhelligkeit. Dann gibt es noch die Pixelbereinigung. Auf der Website steht, man sollte das alle 4 Stunden durchführen. Alle 8 Stunden erinnert der Monitor einer dran. Aber er macht das automatisch, sobald der Monitor ausgeschaltet wird. Also in meinem Fall jetzt zum Beispiel, wenn ich hoch auf Toilette gehe oder keine Ahnung, wenn ich mal den Keller verlasse und der PC ist noch an, mache ich alle Bildschirme eh aus und dann macht er das sowieso selbstständig. Dann gibt es noch die Bildschirmbewegung. Hier steht es jetzt auf Mittel, das ist die Default-Einstellung. Da wird quasi das Bild immer so ein bisschen hin und her bewegt, damit nicht jeder Pixel immer gleich beleuchtet wird, sondern die alle immer so ein bisschen was anderes zu tun haben. Habe ich auf Mittel gelassen, ist mir aber noch nie aufgefallen, dass sowas gemacht wurde. Ich glaube, das ist eher so, dass man es eigentlich fast gar nicht wahrnimmt. Aber wenn ihr das kennt, schreibt ganz gerne mal rein, ob ihr da irgendwas seht bei.
Dann habt ihr unten noch die Pixelbereinigungszyklus-Erinnerung, also wenn ihr daran erinnert werden wollt, mal die Pixelbereinigung durchzuführen. Steht bei mir jetzt auch bei 8 Stunden. Ich wurde bisher einmal dran erinnert, weil so lange ist der Monitor bei mir nie am Stück an. Und dann gibt es noch so ein paar allgemeine Tipps. Ich verlinke euch mal den Artikel in der Videobeschreibung. Ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!